Ja, ihr Lieben da draußen, ich zeige euch jetzt aus meinem Reservat White Earth, woher ich komme. Da ist dieser Körper geboren, das nennt man eine Wildreisernte. Jetzt würdet ihr sagen, wo ist denn da der Reis? Das ist kein echter Reis, das ist der schwarze Reis, das sind die Hülsen. Die Hülsen werden als Reis dort gegessen. Alles, was ihr da jetzt seht, das sind die Ernter, also die ernten das. Das sind Navajos, es sind aber auch Ojibwe, Chippewa. Ich bin ja eine Chippewa Ojibwe. Das ist die Arbeit von uns dort oben. Und ihr seht, ihr Lieben da draußen, dass wirklich, es wird mit Liebe gemacht. Man hat auch Freude daran. Und ich selber esse auch gerne diesen Wildreis. Eigentlich ist das eine ganz falsche Bezeichnung, Reis. Es sind wirklich gesagt Hülsen, schwarze Hülsen. Und die kocht man ungefähr eine Stunde und erst dann sind die Hülsen weich. Kennst du auch, ja? Ja, wir haben es schon gegessen. Schmeckt auch ein bisschen nussig, ist sehr schmackhaft. Genau. Und sie werden eben mit dem Kanu auch noch transportiert. Und dann hat ja White Earth so einen schönen Bus, wo es dann weiter transportiert wird in großen Säcken und man das auch bestellen kann. Ganz genau. Wir lassen auch bestellen, wir lassen uns das wirklich schicken. Damit, wie gesagt, unterstützen wir wieder das Reservat. Richtig? Ja, und das ist wirklich einzigartig in dieser Form. Genau, richtig. Sollen wir mal weitermachen? Ihr seht, Modernität, es wird auch geraucht, natürlich. Früher hat man Pipe geraucht und heute raucht man Zigaretten. Aber das ist ja nicht so schlimm. Jeder muss so leben, wie er möchte. Und schon kommt das Nächste. Rocky Mountains. Little Rocky Mountains, also kleine Rocky Mountains, also... Ich finde, sie sind schon groß und nicht klein. Ja, also das ist auf jeden Fall. Ja, Black Horse. Genau, das ist ein Sioux. Geschrieben wird immer Sioux, es ist aber Sioux. Ja, ja, ja. Ja, sehr interessant. Das ist ja die Zeichensprache, womit sich ja alle Indianerstämme untereinander verständigen können. Richtig. Könntest du uns sagen, was er gesagt hat? Ja, also man sieht auch einen Gesichtsausdruck. Er hat gesagt, dass zwar der Vertrag ist, aber es geschieht immer wieder, dass auch der Vertrag gebrochen wird. Und dass er darüber auch, ich sag mal, das Wort erbost ist. Dass der Frieden nicht gehalten wird auch. Ne? Die Nase, also zu sich, dass man auch zu sich schaut, ja. Zu sich schauen und nicht zum anderen immer so, zum Beispiel richtig, gerade was wir ja manchmal haben, immer die Schuld bei anderen suchen. Genau, ne? Richtig. Zu sich schauen. Das finde ich sehr interessant. Ja, machen wir mal weiter, ganz genau. Wolf Point. Man sieht das kleine Lagerfeuer, wo ein paar sitzen und dann ist da ein Kanu, kein Boot. Es ist ein Kanu. Man sieht auf der einen Seite die moderne Zeit, aber auch gleich kommt das Powwow, das Ältere mit rein. Powwow heißt eigentlich Fest. Powwow, ich lade dich zum Fest ein, zu meinem privates Fest oder auch zu einem großen Fest zum Tanzen. Er erzählt seinem Kind, seinem Jungen von der Zeit, wo der Bär noch da war, wo die Bären im Land gelaufen sind von dem Weißkopfseeadler, Oneida, das sind auch Stammes, Potawatomi, das sind alles Indigene, das sind alle Stämme. Es gab damals ganz viele Stämme und es gibt nicht mehr so ganz viele. Also ich fand das auch sehr interessant, wo du mal gesagt hast, jeder kann sein eigenes Pavillon machen. Jeder. Ich mache ja auch mein eigenes. Genau. Reservation, das ist das Reservat. Genau. Da sieht man wieder, ne, das Pavillon. Da ist die Schule. Heute ist ja auch Schulen. Ja. Ist ja auch richtig. Soll ja, wie gesagt, habe ich ja auch gerade in meinem Film gesagt, die alte Tradition, das alte Leben, aber auch mit dem Modernen. Auch. Da sieht man es auch, da. Da gibt es Werke auch. Und auch die Indigenen, die von
müssen die Sprache wieder neu lernen, weil es auch von den Weißen auch nicht geduldet war, in seiner Sprache zu sprechen. Wurde ausgemerzt. Und jetzt gibt es viele Lehrer, die ihnen das wieder beibringen, von den unterschiedlichen Tribes, die unterschiedlichen Sprachen. Richtig, genau, richtig. Was ja auch wichtig ist, ja, dass man seine Sprache kennt. Bei den Inder gibt es ja auch ihre Sprache. Mhm. Ja, da wurde es nicht ausgemerzt. Das hat ja auch eine mit der Persönlichkeit zu tun. Das ist Schilf. Das zu sein, was ihr da seht, das ist Schilf. Schilf am Wasser. Am Lake, das heißt Lake. Ein Lake ist ein See. Mhm. Land der tausend Seen, was du gesagt hast. Land der tausend Seen. Das war ein Wapiti, was ihr gerade gesehen habt, ihr Lieben. Ja, ihr lieben Ojibwe, da komme ich her. Also da ist dieser Körper geboren, Ojibwe. Nun, da seht ihr die Anlage. Auch das ist jetzt heutzutage modern, das gab es damals nicht, mit Strommasten und so weiter. Aber wir leben ja auch mit dem Neuen und nicht nur mit dem Alten, richtig? Ja, das ist einfach der Weg des Gehens, ne? Alles verbindet sich, alles, ne? Und alles geht weiter. Ja, wie das Wasser, es fließt. Ja, es kommt zurück als Regentropfen und das kommt wieder zurück in den Lake rein und es geht wieder nach oben. Ja, und da sieht man Schilf, ganz viel Schilf. Da, genau. Ja, ich wollte euch gerne mal, ihr Lieben da draußen, ein bisschen mehr zeigen. Als die Bilder sind schon schön. Ich kann ja mal jetzt gerade mal ein Bild hochhalten. Das ist Old Tradition. Und wenn man jetzt da hinschaut, das ist jetzt natürlich das Neue wieder, ja. Enden. Wunderschön, oder? Wunderschön. Ja, ja, ich liebe Wasser. Ja. So schön. Aber Berge sind auch schön. Ja, ist alles schön. Lachsfang, ja, ist Lachs. Das sind die, ja, Jäger. Das ist unser Zeichen, Ojibwe. Welcome. In your nation, da komme ich her. Das heißt aber auch White Earth. Also es gibt verschiedene. Vermittelt auch so die von Freiheit, ne? Ja. Einfach frei sein, die Natur, richtig, mit der Natur im Leben, was du uns immer vermittelst, genau, die Werte. Das, was ich euch ja mitgeben möchte, ja. Okay, jetzt, wo wir hier wohnen, hier leben, ist es doch begrenzt. Aber da ist es trotzdem auch begrenzt. Da ist auch nicht alles frei. Das ist ein Pow-Wow, ihr Lieben da draußen, das ist ein Pow-Wow. Ah, ja, ja, ja. Das heißt, dass gezeigt wird, der Spurenleser, der Eagle Dancer, alles hat ein ganz verschiedene, ja, Inliner gibt's auch, ihr Lieben. Ja, das ist alles modern jetzt. Das muss auch so sein. Und trotzdem wird das Alte immer wieder gelebt. Basketball ist nichts für mich, eher das Rutschen. Ich kenne auch eine Wasserrutsche. Ja, ja, okay. Ist auch schön. Okay. Da ist wieder das Pow-Wow. Die Fahnenträger, das bedeutet, dass jeder Stamm seine Fahne mitträgt. Finding a home. Also, dass du deine eigene Heimat in dir findest. Das soll man nicht glauben, dass das mal alles Kontinente waren. Ne? Das war alles zusammen. Original people, also original Menschen. People heißt Mensch. Nur für welche, die es nicht wissen. Big Water, like super hot. Das ist die Karte. Es gibt aber noch eine andere Karte, eine größere Karte. Da oben sind Chippewa. Da kommt meine Mutter eigentlich her, Chippewa. Da oben auch. Das ist alles Chippewa-Land. Reservation, alles. Habe ich ja gesagt, unser Reservat ist riesengroß. Habe ich euch immer gesagt. Auf jeden Fall. Und da habe ich lese ich dann auch Lacour. Aurelis, wo wir gerade waren. Genau, richtig. Dann noch rüber bis zum anderen Fluss. Ganz genau. Das geht bis hoch nach Kanada, geht das hoch. Und ich sitze jetzt hier in Dortmund-Mengede fest. Also, ist schon nicht schön, ne? Obwohl, ja doch, es ist schön. Ich will mich nicht beklagen. Großer Geist, ich arbeite hier, ich lebe hier. Aber wie gesagt, ich vermisse auch das Rüberfliegen immer wieder, ne? Da zu sein. Das ist auch die alte Tradition mit den Tipis, mit dem Aufbauen und Abbauen. Winter, genau, das ist ein Hogan, nennt sie. Das ist kein Tipi, das ist ein Hogan.
Da, ich zeig mal da drauf. Weg ist er, okay. Macht nichts. Kanu, ein Kanut. Kein Boot. Viele sagen Boote. Nein, das ist kein Boot. Da wird das gerade gezeigt. Das ist ein Hogen. Die Bilder kennen wir. Da habe ich auch hier noch gerade ein älteres Bild. Wir können auch dieses einmal kurz zeigen. Das ist der Wächter. Hier unten sind die Tipi-Dörfer und der Wächter wacht oben im Fall eines Falles, Weiße kommen und wollen überfallen oder auch andere Stämme. Es waren ja nicht nur Weiße, die überfallen haben, es waren ja auch andere Indigene, die auch in andere Dörfer reingegangen sind. Da ist der Handel, da wird der Handel gezeigt von früher. Hat man das gesehen? Hast du das aufgenommen? Ja, lieber? Ja, ist mit drauf. Ja, super. Das sind die Forts, also die Pforte, wo man, das kenne ich. Langhausmäßig, ne? So, wo du sagst, ja. Aber das sind da, wo auch die Weißen waren, die Engländer und andere, die da drin waren und haben die Indigene reingetrieben und die mussten da leben. Und wurden von dort aus weiterverkauft. Man wurde verkauft. Eigentlich wie die Schwarzen, ne? Sklaverei. Das ist Sklaverei gewesen, ganz genau. Sklaverei mit Folter, alles. Genau. Alles, was dazugehört. Also der Mensch ist nicht nur lieb und nett. Nein, auf keinen Fall. Das ist, erleben wir ja sehr häufig, ne? Genau. So wie heutzutage, dass wir auch verfolgt werden durch, wie nennt sich das noch einmal, meine Liebe? Sekteninfo. Ja, die Sekteninfo. Ja, die beschäftigen uns sehr. Also sind das ja dann auch das, was wir jetzt zeigen, wo ich ja herkomme, dann sind das ja alles Sekten. Ja, also die müssen ja alle der Sekte angehören. Ja. Mein Volk gehörte niemals einer Sekte an. Ja, so das sage ich. Ja. Mal ein bisschen weiter einmal machen. Und dann würde ich vorschlagen, dass wir damit enden. Ja, so kann ich auch mal etwas weitergeben. Das nennt man Baumrodung. Wälder abroden. Es gibt es ja heute auch, kaum noch Wälder. Aber wir wollen ja auch, dass Mutter Erde geht. Ja. Und Mutter Erde wird gehen. So, dass jedes Kapitel 2. Baum, jede Seele sich entscheiden kann. Ganz genau. Ja, da sieht man die Blockhütten, wo meine Vorfahren drin gelebt haben. Da ist der Track auch, wo andere hinkamen. Das ist das Moderne schon, wie alles aufgebaut wurde. Wie das mit dem Wasser, das da gerade war. Der Staudamm, ganz genau, richtig. Auch Schifffahrt, ne? Genau. Und damit auch Handel. Richtig, ne? Genau. Ist ja auch eine Lebensgrundlage, ne? Man musste sich ja auch öffnen. Ja. Aber früher brauchte man das trotzdem nicht. Ne? Waren ja auch weniger Menschen als heute. Auf jeden Fall. Man war ja Selbstversorger. Ja. Man durfte das. Heute ist es ja auch getrennt. Heute. Heute heißt es, was machst du da, ne? Das ist wieder von damals her. Einmal von damals, wie es früher war, im 18. Jahrhundert und wie es jetzt ist. Und ich finde das jetzt auch mal sehr interessant, dass ich es auf diese Art und Weise zeigen kann. Was bei mir noch so ankommt, die Natur ist einfach wunderschön. Mutter Erde ist wunderschön. Wo ist die Schwingung manchmal nicht auf Mutter Erde? Das ist das, was der Mensch daraus macht. Genau. Ja. Da kann man sich so frei fühlen und aufatmen, ne? So durchatmen, Energie auftanken. Ja.
Ich habe gesehen, da gibt es so einen Wanderweg. Richtig. Ja, ich würde vorschlagen, hier machen wir jetzt einen Schluss, eine Pause, bis das nächste Mal. Ich denke mal, ich wünsche euch, ihr Lieben da draußen, schöne Feiertage, trotz allem, besinnlich zu sich zu kommen, also dass man zu sich kommt und dass man bei sich selber hinschaut. Also bitte schaut zu euch selber auch hin und nicht immer zu anderen hin. Das wünsche ich uns. Wir sehen uns, denke ich mal, nach den Feiertagen, nach Weihnachten. Bedanke mich. Danke. Bye. Bye.